Hallo Welt, im nunmehr Juni 2021, genau genommen ist heute der 6. Juni und ich möchte die Gelegenheit eben wieder nutzen, um hier den aktuellen Zwischenstand zu dokumentieren und die Veränderungen gegenüber dem letzten Mal eben so ein bisschen aufzeigen. Das Motto oder die wesentlichen Arbeiten sind eben nach wie vor die Verputzarbeiten. Also hier werden noch fleißig Innenwände verputzt. Da wurde eben doch einiges an Fortschritt schon erzielt. Aber man ist eben noch nicht ganz durch. Das ist eben im Wesentlichen auch dem geschuldet, dass dieser Verputztrupp eben nur zweiköpfig ist. Also die sind hier tatsächlich nur zu zweit tätig. Dementsprechend zieht sie das natürlich ein bisschen in die Länge. Die hatten zwischenzeitlich wohl auch mal eine andere Baustelle mit Außenarbeiten, wo das dann so ein bisschen witterungsabhängig gemacht wird und so. Insofern, ja, dauert einfach ein paar Wochen, bis das jetzt hier vollständig und sauber verputzt ist. Alles in allem ist das aber jetzt natürlich für mich nicht das größte Problem, denn ich muss jetzt hier nicht selbst tätig werden. Ich muss halt einfach nur mich gedulden und die Baustelle ist ohnehin schon sehr langwierig und da kommt es jetzt auf die 1 oder 2 Wochen auch nicht mehr an. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gezeigt, hier im Innenbereich, im Bereich des späteren Wohnbereichs, da ist eben schon eine Menge passiert. Das ist hier schon alles verputzt und der wesentliche Unterschied jetzt auch zum letzten Mal sind zum einen hier diese Speisekammer, beziehungsweise eben auch diese Wände, die jetzt mittlerweile hier eben verputzt sind. Man kann es ja sehen, der Putz ist gerade am Trocknen. Also hier an diesen Stellen zum Beispiel ist er schon deutlich mehr ausgetrocknet als hier. Das sieht man einfach an der Farbe. Und ja, das wird sicherlich insgesamt einfach noch eine gute Zeit dauern, bis das wirklich vollständig durchgetrocknet ist, aber der ist dann zumindest mal nach 2 Wochen so weit, dass er deutlich seine Farbe verändert, deutlich heller wird und dann kann man da eben auch schon weiterarbeiten, weitermachen und muss sich jetzt nicht irgendwie großartig Sorgen machen, den Putz zu beschädigen, wenn man da irgendwo mal dagegen kommt. Hier im Flur, da ist ein bisschen was passiert, aber eben auch noch eine Menge Arbeit übrig geblieben. Das ist hier irgendwie so ein mehrstufiger Prozess anscheinend. Ich weiß nicht, ob die Dicke hier das notwendig gemacht hat, die hier aufgetragen werden muss, oder ob es dafür eben andere Gründe gibt. Man kann aber eben sehen, dass das hier ja, schon mal vorbereitet worden ist. Hier ist schon mal eine erste Schicht Putz drauf. Aber das ist natürlich noch nicht das endgültige Bild. Das soll dann doch mal ein bisschen schöner später ausschauen. Und daher wird das sicherlich nochmal nachgearbeitet werden. Hier um die Ecke herum, beziehungsweise hier im Flur einfach, im Erdgeschoss, hier im Flurbereich und auch das Treppenhaus. Das sind so jetzt die letzten Abschnitte, die eben noch nicht verputzt sind. Hier sind jetzt, soweit ich das einschätzen kann, alle vorbereitenden Maßnahmen sind eben abgeschlossen. Überall befinden sich hier solche Eckprofile und Abschlussleisten. Und alles ist einfach so weit vorbereitet, dass man jetzt hier eben sauber durchverputzen kann. Und auch wenn man mal so einen Blick nach oben wagt, kann man sehen, dass jetzt hier zum Beispiel im Bereich des Treppenhauses, wo ja so ein Schalungsholz da war von den Betonierarbeiten, dass da eben auch nochmal so ein ja, Metallnetz drüber montiert worden ist, einfach damit der Putz auch hier ordentlich hält. Und wenn man jetzt mal hier so den Schwenk macht, rüber an diese Wand, kann man tatsächlich sehen, dass hier schon verputzt worden ist. Also von oben herab wurde schon damit begonnen, eben das Treppenhaus zu verputzen. Hier oben im Flur, im Obergeschoss, da ist eben der Putz tatsächlich schon angebracht. Es riecht hier noch so ein bisschen nach frischen, feuchten Putz. Also der ist sicherlich noch nicht durchgetrocknet, aber man kann schon sehen, die Wände sind jetzt eben hier vollflächig verputzt. Und hier zum Beispiel an der Stelle schaut jetzt nur noch dieses Bingo-Loop-Kästchen heraus von der zentralen Staubsaugeranlage. Ansonsten ist das hier jetzt eben komplett verputzt. Aber wie gesagt, der Putz ist hier an der Stelle, das ist eben frisch aufgetragen im Laufe der Woche. Das ist einfach noch nicht komplett durchgetrocknet. Ja, was ist ansonsten hier oben passiert? Man kann zum einen sehen, dass dieses Treppenauge, diese Mauer hier oben eben auch schon vollständig verputzt worden ist. Und auch im Badezimmer, auch hier schon eine Menge passiert. Und auch das ist jetzt soweit verputzt. Man kann es sich hier sehen. Die Wände sind jetzt eben allesamt grau. Auch hier ist das eben noch nicht allzu lange her. Wenn man jetzt hier in den Raum betritt, das merkt man sofort, das Klima ist ganz anders. Das riecht auch nochmal deutlich und so weiter. Aber es ist hier jetzt eben alles verputzt, inklusive dieser Schamwand, inklusive dieser ganzen WC-Ecke und so weiter und so fort. Und ein interessantes Detail, das kann man nämlich auch hier jetzt sehen, dass nämlich in dem Bereich, der unverfliest bleibt, da wurde eben nochmal der letzte Schritt, ist nochmal ein anderer scheinbar. Irgendwie wird da gefilzt. Und hier unten, wo eben die Fliesen montiert werden, da
passiert das eben nicht. Man sieht das hier, diese Kante, da ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Die Oberfläche ist einfach eine andere. Und hier, dieser Bereich wird nachher eben gefliest werden. Und da ist das nicht so kritisch, man wird das nicht sehen. Und hier in diesem Bereich auch wieder diese Kante, diese, wo eben dann die Fliesen angebracht werden, die unterscheidet sich einfach nochmal in ihrer Beschaffenheit von dem Bereich, an dem dann eben auch die Fliesen sich befinden werden. Hier zu sehen ist jetzt diese Trennwand, die eben auch gleichzeitig als Wand, als Montagewand für das Waschbecken und so weiter dienen wird. Also hier sieht man eben noch die Anschlüsse für die Armaturen später. Hier oben, das ist ja der Smart Mirror oder die Nische für den Smart Mirror, von dem ich schon öfter geredet habe. Auch das wurde eben sauber hier verputzt. Und auch im Duschbereich ist dieses Zimmer eben schon verputzt. Man sieht das jetzt hier beleuchtungstechnisch leider nicht ganz so gut. Aber hier ist jetzt eben schon überall der Putz angebracht. Das passt soweit. Auch hier ist eben dieser abschließende Schritt unterlassen worden, weil hier einfach später die Fliesen angebracht werden und man dadurch einfach die Oberfläche anders handhabt als in den anderen Bereichen. Und ein weiteres Detail hier in diesem Bereich ist hier, spielt sich hier unten ab. Und zwar hat man hier davon in Rücksprache davon abgesehen, Putz anzubringen. Denn wir haben hier so eine Duschwanne, die hier eben eingesetzt werden wird. Die ist wirklich sehr knapp bemessen. Das war aus meiner Sicht ein Planungsfehler, aber das ist jetzt nun mal so, die haben wir schon. Und die passt hier im Rohbauzustand schon rein, aber wenn man jetzt eben diese 1-2 cm Putz auf beiden Seiten mit dazu rechnet, dann würde die hier nicht mehr reinpassen. Dementsprechend haben wir hier auf den Putz verzichtet, werden dann irgendwie in einem der nächsten Schritte diese Wanne hier montieren und müssen dann halt dann ein bisschen nacharbeiten, beziehungsweise halt das dann abdichten und mit Fliesenkleber und so weiter arbeiten. Das sind dann eben Arbeiten für den Fliesenleger. Insgesamt aber an der Stelle als Tipp, definitiv diese Duschwannen und so weiter deutlich weniger breit machen, wie eben das der Rohbauplan vorsieht. Also bei uns diese Nische ist irgendwie 1,1 Meter breit. Der Badplan hat uns hier eine Nische von 1 Meter eben eingeplant und verkauft. Wir haben das auch nicht weiter hinterfragt und zu spät bemerkt. Und ja, mit Putz bleibt da einfach kein Meter mehr übrig. Und das ist massives Metall und irgendwie lässt sich das dann da eben nicht mehr einbringen. Ja, ansonsten ist hier oben jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, nicht allzu viel passiert im Vergleich zum letzten Mal. Die Kinderzimmer waren ja schon verputzt gewesen. Was er jetzt hier nochmal getan hat, sind diese weißen Flecken, die man hier jetzt in der Wand sehen kann. Das sind, ist jetzt mittlerweile Styropor. Das ist die dritte Version der Vorbereitung für die spätere Treppenbeleuchtung. Und zwar möchten wir eben jede einzelne Treppe hier in Szene setzen mit solchen LED-Profilen. Die brauchen eben eine Vertiefung in der Wand. Und ursprünglich hatten wir da eben Holz an die Wand mal geschraubt. Da hatte sich dann der Verputzer skeptisch geäußert, das würde ihn in seinem Arbeitsablauf zu sehr stören, weil er dann eben nicht sauber drüber putzen kann. Das hat zu weit aus der Wand geragt. Ich brauchte aber diese Tiefe eben für die Profile. Da habe ich diese Holzleisten dann im nächsten Schritt in die Wand gehauen. Da entsprechend die Wand eben geöffnet, das Ganze montiert und so weiter und eben fixiert. Irgendwann sind wir dann aber auf die Idee gekommen, dass Styropor tatsächlich noch besser wäre als Holz in dieser Anwendung, denn das Styropor lässt sich irgendwie beschädigen und lässt sich dann beim Herausarbeiten einfach kaputt machen. Man hat dieselbe Nische, aber das ist eben deutlich einfacher zu entfernen als so ein Holz, was da eben eingeputzt ist. Denn mein Bedenken war einfach, dass man mit dem Holz dann einfach große Stücke vom Putz mit herausreißt und dann natürlich wieder nacharbeiten muss und einfach nochmal mehr Arbeit hat und das gegebenenfalls nicht so schön aussieht. Insofern sind wir jetzt nochmal auf Styropor umgestiegen, haben quasi das Holz hier nochmal aus der Wand gerissen und das durch Styropor ersetzt. Und ein ähnliches Bild ergibt sich hier, wenn man sich Richtung Keller begibt eben. Auch hier kommt ja diese Treppenstufenbeleuchtung zum Tragen. Und auch hier nochmal Styropor statt Holz. Das heißt, auch hier war wieder eben einiges an Nacharbeit notwendig. Die Wand, die ist ja soweit schon vorbereitet für das Verputzen, die ist eben, ich weiß gar nicht, angelaugt oder zumindest mal irgendwie so grob vorbereitet, dass hier der Putz besser hält. Die ist auch deutlich rauer als dieser ursprüngliche Beton, der hier eben mal war. Ansonsten hier eben Styropor und das wird dann wahrscheinlich in einem Zug hier von oben herab eben heruntergeputzt. Hier ein weiteres Detail im Flur im Erdgeschoss und zwar befindet sich ja hier an dieser Wand, an dieser Stelle eben unsere Bingo Loop Box, aus der wir dann den zentralen, also den Saugschlauch für die zentrale Staubsaugeranlage entnehmen können. Den haben wir hier in vielen Videos auch schon präsentiert. Das ist eben hier montiert. Da oben zum Beispiel befindet sich auch das Saugrohr und so weiter.
Und man sieht jetzt hier so einen ganz netten Zwischenstand, nämlich in der Form, dass das Ganze jetzt hier auch schon mal so grob vorgeputzt worden ist. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, warum das hier mehrstufig passiert. Und wahrscheinlich eben, weil die Dicke da irgendwie, die da überbrückt werden muss, zu dick ist, für die, um das eben in einer Anwendung zu machen. Man kann nämlich sehen, bei dieser Bingo Loop, da gibt es hier vorne diese Kante. Und das muss eben laut Anleitung und auch, ja, weil es Sinn macht, eben sauber verputzt werden. Das heißt, das muss bündig hier an dieser Stelle verputzt werden. Einfach damit die Tür, die man nachher einsetzt, auch sauber abschließt. Und man hat mit dieser Tür eben nicht die Möglichkeit, da jetzt irgendwelche größeren Differenzen auszugleichen. Da muss das hier natürlich, ja, da kommt noch ein paar Millimeter, kommen hier noch drauf. Das muss eben bündig abschließen. Gleichzeitig muss das natürlich auch irgendwie bündig hier mit dieser Leiste sein, die montiert ist und so weiter. Also da durchaus mal mit dem Verputzer reden, wenn man das nicht irgendwie selbst macht und eben sich für solche Dinge interessiert. Denn das soll ja nachher trotzdem sauber aussehen und da gibt es eben dann doch das ein oder andere zu beachten. Auch hier im Keller hat sich die ein oder andere Veränderung ergeben. Der Flurbereich, Treppenhausbereich ist eben nach wie vor nicht verputzt. Das wird dann eben, wie gesagt, in einem Zug von oben nach unten durchgemacht. Aber man hat es jetzt hier eben in den einzelnen Räumen auch mit den Außenwänden fertig. In der Vergangenheit war das ja so, dass die Innenwände, die waren schon verputzt. Die sind auch tatsächlich technisch verputzt. Hier, das ist, wurde mir gesagt, eben nur gespachtelt. Aus meiner Sicht des eines Amateurs ist das, und eines Laien, ist der wesentliche Unterschied halt vor allem die Dicke, mit der hier gearbeitet wird. Also das Ganze, dieser Innenputz, der ist wirklich 1-2 Zentimeter stark. Hier dieses Gespachtelte, das sind wirklich nur ganz wenige Millimeter, die man da aufträgt. Hintergrund oder unser Anspruch war halt einfach, dass die Oberflächenbeschaffenheit von einer Innen- und einer Außenwand gleich ist. Dass man hier eben, wenn man streicht nachher und so ein bisschen auf die Wände guckt, nicht sofort sieht, hier glatte Betonwand und irgendwie gemauerte Innenwand. Und das ist jetzt definitiv gegeben. Also die Struktur ist definitiv gleich. Wie gesagt, die Beleuchtung ist jetzt hier nicht ideal. Aber in beiden Fällen hat das eben so diesen rauen Charakter von so einem klassischen Kalk-Zementputz, den man vielleicht auch von anderen Bauvorhaben und so weiter kennt. Und das ist jetzt hier eben nicht diese glatte Oberfläche von so einer außen oder von so einer Fertigelementbetonwand. Ja, der Rest vom Keller, der schaut eben ganz ähnlich aus. Die Außenwände sind jetzt eben fast allesamt verspachtelt. Hier sieht man das eben auch nochmal ganz gut. Man sieht hier aber auch eben ganz gut den Unterschied zwischen einer bereits verspachtelten Kelleraußenwand und einer noch nicht gespachtelten Kelleraußenwand. Also hier im Hausanschlussraum, da wurde das schon mal großflächig vorbereitet. Das wurde irgendwie grundiert oder eingelassen oder sowas. Das ist ein bisschen rauer als jetzt der rohe Beton, aber das ist eben noch nicht gespachtelt. Man sieht eben da doch nochmal einen deutlichen Unterschied, insbesondere eben im Vergleich zum Raum daneben. Und das ist eben jetzt sind die letzten zwei Außenwände, die hier noch fehlen. Die werden dann hoffentlich in einem der nächsten Schritte, morgen oder so, auch noch gespachtelt werden. Und dann ist dieses Thema eben im Kellergeschoss durch. Dann fehlt im Prinzip nur noch das Treppenhaus. Und hier in dem Raum spielen sich auch noch zwei weitere interessante Aspekte ab. Zum einen habe ich nämlich hier die erste Wand weiß gestrichen, kann man hier jetzt sehen. Das ist einfach die Wand, an der sich dann ja, die wesentlichen Aspekte der Elektroinstallation abspielen werden. Hier montiert wird nachher der Zähler und auch der Verteiler. Und die habe ich eben soweit schon mal weiß gestrichen und grundiert, in Anführungszeichen, um einfach, wenn ich den Zähler jetzt dann in den Verteilerschrank eben in den nächsten Tagen montiere, dass das schon mal weiß hinten drunter gestrichen ist, weil man da einfach nicht mehr so gut hinkommt. Klar, seitlich also davon würde man auch danach noch streichen können, aber hier in dem Fall war das mir eben wichtig für ein sauberes Erscheinungsbild, dass auch hinter dem Schrank wirklich mal einmal wenigstens weiß gestrichen ist. Und da kommt man dann nachher, wie gesagt, einfach nicht mehr hin. Der zweite interessante Punkt, den kann man hier sehen. Ich habe tatsächlich die erste Dose hier freigelegt. Das ist jetzt die Dose, die ich hier in dem Raum benutzen möchte für den KNX-Taster, der hier eben installiert werden soll. Und den habe ich soweit auch schon mal freigelegt. Man kann hier noch so dieses Netz sehen, was hier beim Verputzen eingearbeitet worden ist. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, wenn man das eben öffnet, dass man das wirklich mit dem Cuttermesser sauber schneidet. Ansonsten löst sich da vielleicht zu viel Putz. Insgesamt war das aber jetzt kein Problem und auch das Auffinden war kein Problem. Das ließ sich jetzt hier noch ganz gut eben herausmessen und ja, ich bin dann sofort an der richtigen Stelle eben rausgekommen, habe das eben soweit freigelegt. Jetzt muss ich in einem nächsten Schritt hier dieses Leerrohr eben noch öffnen und dann kann ich das
KNX-Kabel, je nach Lust und Laune sozusagen, einmal von unten anfahren, über dieses Leerrohr hier, beziehungsweise auch einmal geht das ja nach oben und kommt dann hier irgendwo heraus. Das heißt, ich kann das sowohl von unten als auch von oben dann eben bedienen, das Leerrohr, komme dann hier mit einem KNX-Kabel raus und kann dann hier, wenn dann irgendwann mal gestrichen ist, eben auch den Taster anbringen und die Beleuchtung oder was auch immer hier im Raum entsprechend bedienen.